ich bin Fritz und ich bin heute auch mit dabei. Ach Mann, ich bin Dennis 31. Hallo, ich bin Matteo 24 und ich schlag den Rab. Und damit willkommen zu Erkennst du den Song, euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute wieder mit zwei tollen Gästen. Heute ist hier eine Männerrunde angesagt. Zu meiner Linken, Wildcarder Matteo. Tutte bene, preciosa. Und zu meiner rechten Seite, Fritz Meinecke. Grüße. Ja, der Survival-König Deutschlands. Nur nenne ich dich jetzt persönlich ab heute. Klar. Du wirst die Sendung heute zu 98% überleben. Wenn du verlierst, dann kann es sein, dass du dir selber quasi Schmerzen zufügen musst. Das hat man oft schon gehabt hinter den Kulissen. Da geht's richtig ab. Matteo, du bist hoffentlich auch gut vorbereitet. Sehr gut vorbereitet. Was hast du gemacht, um hier stehen zu können? Ich habe einen Kommentar verfasst mit meinem Gastgeschenk. Und anscheinend ist das gut angekommen. Das ist total gut angekommen und würde ich sagen, ab geht's. System of a Down, Chop Suey. Stark. Ich konnte, den Titel kam ich nicht drauf. Auch ein leckeres Essen. Ich mag gerne Chop Suey. Das ist ja diese dunkle Soße beim Asiaten. So. Und das mag ich super gerne. Ist das Bob Marley? Could this be love? Bob Marley, this love? Ich brauche nicht buzzern, ich habe keine Ahnung. Bob Marley, could you be love? Abstauber sind hier auch gern gesehen. Ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Mitbekommen. Ritz, du bist weltberühmt geworden durch Seven vs. Wild, der Kultserie. Ist im letzten Jahr durch die Decke gegangen. Dafür nochmal ganz großen Applaus. Wir freuen uns natürlich alle darauf, auf deine nächsten Abenteuer. Und wenn du mal Hilfe brauchst, ich habe ganz viel. Ich habe so einen Jochen Schweizer Kalender, da können wir ganz viel machen. Wir können im Wald fast übernachten, wir können auch mal Bungee springen gehen oder so. Ja. Sag Bescheid. Okay. Die coolsten Abenteuer. Und ich bin ready. Es steht 011. Hat Bock auf Gruppensex, mal sehen, wie dir meine Gruppe schmeckt. Es geht boom, boom, after hour. Boom, 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 mach dein after hour. Ron Bilecki, Titten Arsch. Ihr kennt auch Ron Bilecki, oder? Ich habe eine Bildungslücke. Wie hast du ihn schon mal kennengelernt? Auch mal persönlich? Persönlich noch nicht, nee. Der macht immer seine Tornados. Ich weiß. Interessant, dass du mal überleben musst, wie er. Im Tornado mit ihm überleben. Im Tornado? Klar. Der macht auch 24 Stunden im Tornado einfach. Ja, kenn ich aber. Eros Ramazzotti, più bella cosa. Ich habe am Anfang der Sendung schon, ich würde sagen, rassistisch angehaucht, versucht, Italienisch zu sprechen. Was heißt das? Worum geht es in dem Song? Wie heißt das Song auf Deutsch? Die schönste Sache. Und das ist Liebe. Law ist, Liebe, was heißt? Amore. Amore, Amore. Matteo, du bist gebürtig, kommst du aus Rom. Richtig, ja. Bist du Lazio-Rom oder AS-Rom? AS-Rom natürlich. AS-Rom? Ja. Das ist der einzige Totti, einzige Spieler der Welt. Einzige, was es gibt. Ja. Einzige, was gibt. Und was hast du für Hobbys? Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich koche gerne. Ist doch was Wunderschönes. Ich versuche mich an Pizza. Also. Doch, das ist jetzt schon Klischee, aber okay. Ich weiß, ja, genau. Machst doch diese Pizza mit dieser komischen, dicken, fetten Kette, diese Pizza mit dieser Salami, mit ganz fetten Fettstücken. Ich sehe mich bei so einer schönen Grillgemüse-Veggie-Pizza. Limp Bizkit, Break Stuff. Break your fucking face tonight. Da sehe ich mich. Wie ist das denn so? Hörst du bei deinen Abenteuern auch Musik? Wenn das erlaubt ist, ist ja nicht immer verboten oder was für ja, klar. Sowas? Oder auch mal, darf es auch mal was Romantisches sein? Nö, auch sowas, ja. Kommt ein bisschen auf die Tour drauf an. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Märsche mache oder sowas, dann motiviert das. Oder gerade bei Fahrradtouren längere, bisschen schöne Musik aufs Ohr muss sein, ja. Schön Album von Lea oder so, oder Revolverheld, Akustik. Nee, irgendwas, was pusht, was motiviert, was nach vorne treibt, ja. Das finde ich doch total toll.
Destiny's Child Survivor. Matteo, du hast uns ein tolles Geschenk mitgebracht. Richtig. Okay. Ich habe euch ein bisschen Olivenöl mitgebracht. Ich wollte etwas anderes sagen, aber... Man könnte denken, nee, aber es ist Olivenöl. Ich werde es nach dem Dreh natürlich annehmen, okay, wenn wir uns in eine desinfizierte Dusche begeben haben. Aber ganz handgepresst hoffentlich, Fuß getreten. Natürlich, klar. Danke für das tolle Geschenk. Oh Mann! Notorious B.I.G. Hypnotized. Matteo, was hörst du so für Musik, wenn du gerade Pizza machst und Olivenöl presst? Viel Hip-Hop. Oh, auch Deutsch-Rap? Ab und zu. Bist du da zu Hause? So viel. Gibt's auch italienische Rapper? Klar. Ja, aber gibt's auch einen ganz bekannten, den Sido aus Italien oder so? Sfera e Basta. Es hört sich überall cooler irgendwie an als in Deutschland. Also wenn die so auf ihren verschiedenen Sprachen, Leute so, ich habe das Gefühl, da sind wir in Deutschland ziemlich blöd mit der Sprache dran. Wunderschöne Sprache, Deutsch. Oder? Ja. Viele Facetten gibt es hier. Es gibt sowohl Rosette als auch Poloch. Oder Ausgang. Es gibt ganz viele verschiedene Umschreibungen für ein und dasselbe. Und das liebe ich an dieser Sprache. Kein Plan, null Plan. CC Catch. Fritz, was hast du denn früher? Hast du was gelernt? Ich bin gelernter Bankkaufmann, war danach bei der Bundeswehr, allerdings nur FEDLer, also ein bisschen länger als Grundwehrdienst. Und habe dann 3D-Grafik für Computerspielentwicklung studiert und da auch drin gearbeitet. Das heißt, du hast total viele Sachen schon gemacht? Naja, klar, alles, was ich für YouTube brauche. Ne? Ich habe meinen Abenteuerkram durch die Bundeswehr abgedeckt, Editing, Grafikkram durch die 3D-Grafik-Sache und das Business durch den Bankkaufmann, ja. War das denn schon immer dein Plan, diesen Weg zu gehen, oder kam das quasi... Für mich war immer der Punkt, ich möchte, wenn morgens mein Wecker klingelt, einfach Bock auf den Tag haben, Bock auf meine Arbeit haben und immer wenn das nicht gegeben war, habe ich irgendwas verändert in meinem Leben. Und heute muss ich wieder meinen Wecker stellen seit Wochen und war schwierig. Das ehrt uns natürlich umso mehr, dass du trotzdem den Weg hier auf dich genommen hast. Großer Applaus für Fritz natürlich. Wow. Shakira Waka Waka. Langsam steigt die Wut in mir auf, dass ich hier noch, dass ja Leute rankommen. Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing. Wie gehört. Wie heißt das Song, PYT? Oder was war das für ein Song? Pretty Young Thing. PYT. Wusste ich nicht. Das bisschen kann schwierig nicht. Jetzt. Nie Song gehört. Text. Gut, du hast einen absoluten Match bei Matteo. Das heißt, du kannst hier gewinnen. Der Fritz kenne ich aber. Stimme kenne ich nicht. Okay, Offsprings, aber ich kenne den Titel nicht. Gleich bringt euch das weiter. Offsprings, Used to Breathe. Offsprings, Shattered Dreams. Kids are alright. Ah, ja. Aber ist noch alles drin. Fritz, du hast eben gesagt, du vor der Aufzeichnung, du wirst hier voll ablosen, aber du machst das bisher ganz gut. Naja, nee, nicht wirklich, oder? Doch, du kennst, du wippst auf Ich hab einen abgestaubt. Ich kenne die Songs, klar, aber ich weiß auch nicht, wie die heißen. Das kriegst du noch im Laufe der Sendung hin. Ich weiß, es ist der Ernst, du kannst mich... Tim Bensko, ich muss nur noch kurz die Welt retten. Mich in Bern. Tim Bensko, kurz die Welt retten? Wenig. Also, scheiße, hat nicht aufgepasst. Muss nur noch kurz die Welt retten. Tim Bensko, nur noch kurz die Welt retten? Toller Song vom deutschen Bob Dylan an der Stelle.
Scheiß Song fehlt wieder. Motorhead, Ace of Space. So, Domin. Little things I should have said and done. I just never took the time. Elvis Presley, Always on My Mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Wir haben 3 Matchbälle, Leute. Das heißt, gab's das schon mal? Das gab's schon ganz oft. Nee, ja, das erste Mal. Das gab's schon ganz oft. Baby, überall gefahren um uns. Baby, überall gefahren um uns. Wenn uns hier alles um die Ohren fliegt. Materia, niemand bringt Martin um. Ah! Bumm! Jung, was ist hier? Dung! Mung! Ja, mal wieder gewonnen, es wird langweilig! Aber natürlich ein ganz, ganz großer Applaus für meine beiden Gäste, Matteo und Fritz, ganz groß! Hat ihr beide ganz großartig gemacht und ich kann nur sagen, danke. So eine spannende Runde hatten wir lange nicht mehr. Und ich werde mich an diesen Moment noch ungefähr 8,5 Stunden erinnern, bevor ich ihn dann für immer vergessen habe, aber das wird total toll. Oben, nee, so, oben gibt's die letzte Folge, erkennst du den Song? Oder? Also hier sind 2 Videos, eins davon ist TSV Bröbach, der schlechteste Amateurverein von Manu Thiele. Und das andere Video ist die letzte Folge, erkennst du den Song? Tschüss, Freunde, wow!